Ja, moin. Ich glaube, ich bin schon on camera. Hier ist der Tom Freudenthal und ich sitze hier an meinem Morgenplatz, wo ich mir immer ein paar Gedanken mache, was ich so heute machen möchte oder die nächste Woche oder die kommende Woche eigentlich so wirklich wichtig ist. Und in dem Zusammenhang habe ich mir dann mal überlegt, warum es eigentlich sinnvoll ist, viel Content zu produzieren und warum das so extrem wichtig ist, um seine eigenen Seminare vollzukriegen. Ich hatte vor einer Weile mal in einem Seminar eine Teilnehmerin und da ging es um die Frage, wie macht man E-Mail-Marketing? Und dann sagte die, ja, also ich brauche das nicht so wirklich, weil ich möchte eigentlich nicht mehr als eine E-Mail pro Monat schicken. Und dann habe ich gesagt, weißt du, das kann man zwar machen, aber dann hat das praktisch keinen Effekt. Was unter anderem daran liegt, dass dieses ganze, ich sage mal in Anführungsstrichen, Geschäft mit Seminarmarketing, also seine eigenen Seminare vollzukriegen. Das hat ja was damit zu tun, dass die Leute dich kennen, mögen und dir vertrauen. Wenn diese drei Punkte nicht da sind, dann gehören noch ein paar mehr dazu, aber wenn die nicht da sind, dann kann das nichts werden. Weil niemand kommt auf ein Seminar, wenn er den Menschen, der das leitet, nicht mag, dem nicht vertraut und nicht glaubt, dass er ihm helfen kann und das auch selber hinkriegt. Und deswegen macht das keinen Sinn, einmal im Monat eine E-Mail zu schicken, weil dann entsteht keine Beziehung. Und im Grunde ist es im Seminarmarketing genau das Gleiche wie auch in der normalen Beziehung im normalen Leben. Also, wenn ich jemanden einmal im Jahr treffe, dann passiert da nicht viel. Das kann zwar sein, dass man sich gut versteht und dann, ja, dann hat man das Gefühl, man ist sofort wieder auf dem Stand, aber grundsätzlich geht das dadurch die gleichen. Also beim Seminarmarketing durch die gleichen Stufen wie auch im normalen Leben. Das heißt, man lernt sich irgendwann kennen, dann macht man so die ersten kleinen Kontaktaufnahmen, dann schaut man sich mal an, dann berührt man sich vielleicht irgendwo mal aus Versehen oder auch bewusst, dann hält man vielleicht irgendwann ein Händchen oder, ne, und so geht das dann Stück für Stück weiter. Und genauso, natürlich mit einem anderen Kontext und einem anderen Ziel, ist das aber auch im Seminarmarketing. Das heißt, wenn du nicht eine Beziehung aufbaust zu deinen potenziellen Teilnehmern, dann kommen die nicht. Und eine Beziehung baut man nicht auf mit einer E-Mail im Monat. Das geht eben nicht. Oder es dauert 50 Jahre. Und darum ist es so wichtig, dass du kontinuierlich Content, nennen wir das immer, also Inhalte produzierst, die den Leuten tatsächlich was bringen, die du gerne in deinem Seminar hättest. Das müssen Dinge sein, mit denen die sich irgendwie, wo die sich wiedererkennen, wo die das Gefühl haben, genau, das hilft mir, das ist wichtig für mich, da komme ich schon mal ein Stückchen voran. Und denn wenn das passiert, dann entsteht diese Magie. Dann entsteht ein Gefühl von, ja, der Typ, der hilft mir, oder die Dame, oder die Frau, das sind Dinge, die mir tatsächlich was bringen. Und wenn dann das, was ich jetzt schon von dem einfach so umsonst gekriegt habe, schon gut funktioniert, weil ich es ausprobiert habe, dann ist wahrscheinlich das, was im Seminar passiert, noch besser. Ne, das ist so eine unbewusste Schlussfolgerung, die die meisten Menschen haben. Also deswegen, wenn du dafür sorgen möchtest, dass deine Seminare voll werden, jetzt im B2C-Bereich, also Business to Consumer, dann ist es, und übrigens im B2B-Bereich ist das auch nur ein bisschen anders, aber da geht es auch darum, dass man erstmal bekannt wird und dass man Content, also Inhalte rausgibt, und zwar erstmal umsonst. Wenn das etwas ist, was dich interessiert, wir haben da ein Webinar. Da geht es nicht so sehr um dieses Bildungsmarketing, das Kontinuierliche, sondern eher darum, wie man eine Struktur in einem Seminar aufbaut, die dazu führt, dass die Leute wahnsinnig viel lernen. Das nennen wir ja Spiraltraining. Und wenn dich das interessiert, dann klick da unten einfach mal auf den Link, der heißt tomswebinar.de und schau dir das mal an. Wenn du Lust hast, melde dich an, sei dabei, kostet nichts, aber bringt schon eine Menge. Also eigentlich erzähle ich euch da das gesamte System, wie wir seit 20 Jahren unsere Seminare strukturieren und die funktionieren eben berechenbar sehr gut. Alles klar, wenn du Lust hast, dann komm dazu und ansonsten bis zum nächsten Mal.